kleine Vladik und seine alleinerziehende Mutter Anna verließen ihre ukrainische Heimatstadt, als die ersten Bomben fielen. In Richtung Schweiz. Die Liebsten blieben zurück. Mama, Papa, Freunde, meine Arbeit. Der St. Galler Ukraine-Kenner Marco Ecknauer holte im Land mehrmals Schutzsuchende ab. Die sind in der Uniform dort gestanden, mit dem Gewehr. Und haben sie Abschied genommen von den Frauen und von den Kindern. Das ist hart. Anja war im 9. Monat schwanger, als daheim der Krieg begann. Das Kind brachte sie in der Schweiz auf die Welt. Der Vater blieb in der Ukraine. Ich mache mir große Sorgen, dass wir eines Tages heimgehen und ihm das Kind fremd sein wird. Vitali kam mit Frau und Kindern. Im Wallis fand er schnell Arbeit als Hirte. Aber die Zweifel bleiben. Es ist, als ob man alle im Stich lässt. Sie kämpfen dort und ich bin hier. Die kleine Daria war Anjas absolutes Wunschkind. Jahrelang hatte es mit der Schwangerschaft nicht geklappt. Und ausgerechnet dann, im 9. Monat, griffen die Russen ihre Stadt an. Charkiw, im Nordosten der Ukraine. Wir waren in der Nähe der Geburtsklinik, wo ich hätte gebären sollen. Da waren zerstörte Autos, es war noch Rauch zu sehen. Ein Haus war völlig zerstört, heruntergerissene Stromleitungen. Das machte Angst. Diese Bilder haben mich irgendwie an Tschernobyl erinnert. Alles ausgestorben, niemand mehr da. Anjas Heimatstadt Charkiw bei Kriegsbeginn vor einem Jahr. Raketen- und Artilleriegeschosse fallen auf die Stadt. Hunderttausende suchen Schutz im Untergrund oder verlassen die zweitgrößte Stadt des Landes. In den ersten Kriegswochen gibt es hunderte Verletzte und tote Zivilisten. Gleichzeitig in Zürich-Oerlikon. Daheim bei Anjas älterer Schwester Aljona, ihrem Schweizer Mann Longin und Tochter Michelle. Aljona ist diese Tage ständig in Kontakt mit ihrer Schwester in Charkiw. Anja, du und dein Kind, ihr seid das Wichtigste für mich. Wir helfen euch. Ja, wir helfen auch Aljona. Ja, Sveta will auch kommen. Wir reden noch darüber. Ich kann dir zeigen, das ist heute. Das war ein wunderschönes Haus, historischen Platz. Wie kann man sich fühlen, wenn man so Maternity-Geburthaus sieht? Was kann man fühlen? Am nächsten Tag, der Abschied. Longin fährt los in Richtung Polen. Dort will er die hochschwangere Anja abholen, die von der Ostukraine aus unterwegs ist. Ich mag den Tag der Geburt von Michelle erinnern. Ich bin morgen aufgestanden, glasklares Wetter, Zollikerberg rausgefahren, weisse Schneeberge im Hintergrund. Einfach unglaubliche Stimmung, so wunderschön, also bilderbuchmässig. Und dann, heute Nachmittag haben wir an Anja gedacht. Und was muss sie erleben? Ist einfach da kommt er einfach zu kotzen. Also, in so einem Moment wird es schwierig. Dann ist es wieder gut, wenn man etwas in die Hand nehmen kann und organisieren kann. Ja.
3 Tage später. Mit Schwester Anja kamen noch ihre Katze und 4 weitere Frauen. Fünf Tage war die hochschwangere Anja insgesamt unterwegs. In Auto, Zug und Bus. Allein an der Grenze mussten wir 10 Stunden warten. Im Bus war es stickig und heiß. Das war sehr mühsam. Das Spital Zollikerberg in Zürich. Gut 2 Wochen nach ihrer Ankunft brachte Anja die kleine Daria auf die Welt. Willkommen. 3.720 Gramm schwer. Das ist noch recht ungewohnt, nicht mehr allein zu sein. Am liebsten würde ich jetzt gleich nach Hause. Ja, natürlich, es war nicht ihr Wunsch. Es war nicht geplant, hier zu gebären, ja? Tschüss. Annas Mann und Vater des Kindes, ein Elektriker, ist in Charkiw geblieben. Als Mann darf er die Ukraine nicht verlassen. Danach wird gefeiert. First Lady. Okay, ich bin Second Lady, ja. Ich war auch dabei. Du warst auch dabei. Longin ist mit den Frauen, die alle zusammen Russisch sprechen, in einer ungewohnten Rolle. Wie macht ihr das? Du sagst etwas. Ich bin nicht der Vater. Nein, bist du nicht Vater, aber du bist hier wie... Als was? Als ein Mann. Also... Gratuliere, auf Dasha. Danke. Alles Gute, viel Gesundheit und für die Mama auch. Euch auch ein riesiges Dankeschön für die Unterstützung, dass ihr uns aufgenommen habt. Die Hilfe, die Organisation. Ein riesiges Dankeschön. Bitte, gern geschehen. Ciao. Alles Gute. Danke. In den kommenden Monaten werden ständig mehrere Schutzsuchende in der Wohnung von Aljona und Longin leben. Ein halbes Jahr später, im Oktober, besuchen wir die Familie Ziegler in Oerlikon noch einmal. Die Eltern der beiden Schwestern sind jetzt auch hier. Einen Monat zuvor kamen sie aus der Ukraine. Die kleine Daria entwickelt sich prächtig. Haben wir das Glas? Ja. Ja? Super. Super. Aber das monatelange Zusammenleben in einer Wohnung macht sich bemerkbar. Es wird eng, insbesondere für die Gastgeber. Wasser? Lama? Am Anfang hatten wir für alle eingekauft und haben wir gemerkt, dass das nicht gut ankommt. Sie haben sich bevormundet gefühlt und haben sich beschwert, sie müssen immer das essen, was auf den Tisch kommt. Es gibt fixe Zeiten und dann haben wir entschieden, wir machen das anders. Jeder organisiert sich selbst. Hier wohnen wir zu dritt. Ich, Longin und Michelle. Ja, Privatsphäre, es gab keine. Privat wie zwischen uns, und aber ich hatte diese Privatsphäre auch für mich nicht. Wir haben keine Zeit gehabt für uns. Also
Zu einer guten Partnerschaft gehört ab und zu auch Beziehungspflege. Und das ist nicht nur Sex, das sind auch andere Dinge. Das sind, man möchte einfach mal vielleicht eine Stunde da sitzen und schweigend die Gemeinsamkeit genießen. Oder? Das hat einfach gefehlt. Also hier wird ja nur Russisch gesprochen. Ich habe keine Gesprächspartner zu Hause. Ich fühle mich hier fremd in meiner eigenen Wohnung, wie ich selber bezahle. Also das ist irgendwie ein sehr komisches Gefühl. Longin und Aljona fanden dann, nach langem Suchen, eine Wohnalternative für ihre Gäste. In einem Zürcher Haus, das im Sommer 2023 abgerissen werden soll, gab es zwei freie Wohnungen. Anjas Eltern hatten von Februar bis September unter russischer Besatzung gelebt. Erst nach der Befreiung durch die ukrainischen Truppen konnten sie in die Schweiz reisen und ihr Enkelkind Daria sehen. Ihren Vater hat das kleine Mädchen im ersten Lebensjahr allerdings noch nie gesehen. In der Ukraine ist er als Elektriker ein gefragter Mann, weil Russland immer wieder Elektrizitätsinfrastruktur beschießt. Hallo. Hallo, привет. Grüß dich. Auf der Arbeit? Ja, ich arbeite. Wie ist's dort? Wir sind halb erfroren. Jetzt gehen wir kurz zum Elektrizitätswerk. Wurde das Werk wieder beschossen? Nein, kein Beschuss, aber es gab Luftalarm. Was möchtest du? Es ist kalt. Nichts, einfach nur so. Verzeih, aber hier ist es unter 10 Grad und die Hände frieren. Verstehe, mach's gut. Ich küsse dich. Ich dich auch. Es ist minus 11, aber es gibt dort derzeit starke Winde. Das fühlt sich an wie minus 30. Anja fürchtet, dass zwischen Daria und ihrem Vater keine richtige Beziehung entstehen kann. Mein Mann will, dass wir hier bleiben. Aber ich mache mir große Sorgen, dass wir eines Tages heimgehen und ihm das Kind fremd sein wird. Sie wächst ja ständig. Anja möchte nach Hause. Ja, hier ist alles gut. Ruhig, friedlich. Wir erhalten staatliche Hilfe, haben eine Wohnung. Aber ich möchte heim. Ich wäre sogar damit einverstanden, als Freiwillige beim Wiederaufbau der Stadt zu helfen. Andere Frauen hier sagen mir das Gleiche. Wir wären dafür bereit, währenddessen die Männer an der Front kämpfen. Wir wollen unsere Stadt von früher zurück. Es ist eine sehr schöne Stadt. Wie sieht das Leben in Annas Heimatstadt Kharkiv jetzt aus? SRF-Radio-Korrespondent David Nauer war Ende Januar dort. Er fand die Stadt lebendiger als noch im Sommer. Über 1 Million Menschen sollen wieder hier leben. Tatjana Chomenko ist geblieben. Auch sie war zu Kriegsbeginn hochschwanger. Die Geburt der kleinen Melania, ein riskantes Unterfangen. Nach der Geburt musste ich 6 Tage in die Intensivstation. In dieser Zeit habe ich ständig die Explosionen und Bombardierungen gehört. Uns legte man in einen Gang, in eine Ecke, damit keine Scherben auf mich und die Kleine fallen konnten. Natalia Denisova ist freiwillige Helferin. Sie trifft viele Menschen und hört ihre Geschichten.
Es gibt viele schreckliche Geschichten mit Kindern. Wenn ich das sagen darf, kommt nicht zurück mit Kindern. Ich verstehe, dass viele Heimweh haben, aber es ist noch nicht vorbei. Es gibt aber auch sehr viele Menschen, die sich mit diesem Umfeld arrangiert haben. Zu ihnen gehört das Ehepaar Kotelewitz. Allein mit dem Kind ohne Mann würde ich nie weggehen. Das ist ein Tabu. Das Kind muss mit dem Vater aufwachsen. Der Kleine vermisst seinen Vater schnell, wenn er bei der Arbeit ist, obwohl er daheim arbeitet. Meine Eltern wohnen ja in Frankreich und sie sagen immer, kommt doch zu uns, wenigstens für einen Monat. Aber das ist zu lange für uns. Wir haben uns das alles gut überlegt. Vor unerwartetem Raketenbeschuss bist du nirgends im Land sicher. Egal, ob du in Kiew bist oder im Westen der Ukraine. Überall ist es gefährlich. Hier schießen sie wenigstens nicht mit den großen Raketen, eher mit den S-300. Nur wenige Stunden später schlägt wohl genau eine solche S-300-Rakete in ein Wohnhaus ein. Eine Frau stirbt. Drei weitere Menschen werden verletzt. Auf der Betmer Alb wurden letzten Sommer die Kühe auf Ukrainisch angetrieben. Vitali Kies kam im April aus der Ukraine ins Oberwallis. Zusammen mit seiner Frau und vier Kindern. Ich hatte Angst um die Familie, um die Kinder, dass auch bei uns die Bombardierungen beginnen. Fast jeden Tag gab es Sirenenalarm. Die Kinder fürchteten sich. Fluchtpläne hatten wir nicht. Aber dann erzählte ein Freund, in der Schweiz könne man sich einfach registrieren und eine Wohnung finden. Wenn du mit den Kindern weggehst, brauchst du diese Sicherheit, dass alles gut kommt. Daheim in der Westukraine hatte Vitali einen Bürojob in einer Schneiderei. Aber das Hirten sei er sich aus seiner Jugend in den ukrainischen Karpaten gewohnt. Die Erfahrung zahlt sich hier offenbar aus. Vitali ist ja schon gut eingelernt, ne? Also er macht alles perfekt mit. Also es ist, wir waren anfangs zu dritt und ohne ihn wüsste ich kaum, wie wir das noch geschafft hätten. So, das war großes Glück für uns. Okay. Und seine Söhne bringt er öfter mit oder seine Kinder, auch seine Tochter. Okay. Die treiben auch super mit oder helfen beim Zäune ziehen. Das ist echt unglaublich, was die auch mitmachen. Wie kann dir eine solche Arbeit nicht gefallen? Der Bundesrat hat den Schutzstatus S für Menschen aus der ganzen Ukraine ausgesprochen. Die Lage sei unsicher und es könne überall Raketenangriffe auf zivile Ziele geben. Vitali stammt aus Mukachevo, im Westen des Landes, weit weg von der derzeitigen Front im Osten. Ich habe mich schwer damit getan, auszureisen. Vor allem aus ethischen oder moralischen Gründen. Du lässt irgendwie alle im Stich. Sie sind dort und kämpfen, und ich gehe weg. Sogar hier in der Schweiz, wenn ich mit Ukrainern rede, die aus den besonders vom Krieg betroffenen Gebieten sind, fühle ich mich ihnen gegenüber ein wenig schuldig. Ich bin natürlich auch vor dem Krieg geflüchtet. Aber meine Familie war zum Glück weniger betroffen als andere Familien. Manchmal denke ich, das ist nicht richtig. Ja.
Mit 4 von 5 Kindern kamen Vitali und seine Frau in die Schweiz. Der zweitälteste Sohn, 16-jährig, ist in der Ukraine geblieben und wohnt bei Vitalis Schwiegermutter. Wegen einer Sehschwäche und der 5 Kinder durfte Vitali die Ukraine verlassen. Das dürfen Männer sonst nicht. Die kleineren Buben, Oleksandr und Artyom, gehen in Natas in die Schule. Sie sind gut integriert. Schwieriger ist es für den Ältesten. Andrei lernte in der Ukraine in einer Musikschule Posaune. Hier hat er noch nichts Gleichwertiges gefunden. Vorerst heißt das Üben in freier Natur. Uns hat man gesagt, in der Wohnung dürfe man bis 22 Uhr üben. Aber es heißt auch, dass manche Nachbarn das nicht gern haben. Und sie könnten sich beschweren. Hat sich der russische Außenminister Sergei Lavrov das bei einem Besuch in Ägypten. Lavrov sagte, Russland helfe dem ukrainischen Volk auf jeden Fall, sich vom, Zitat, volks- und geschichtsfeindlichen Regime zu befreien. Haben Sie gehört, was Lavrov sagt? Ich habe schon vieles gehört. Was denn? Er will eine neue Regierung in Kiew. Und wir wollen eine neue Regierung in Moskau. Warum soll Lavrov darüber entscheiden, wer in der Ukraine regiert? Die Ukrainer können über ihre Regierung wohl selber entscheiden und alles, was sie wollen. Die Russen werden es nie nach Kiew schaffen, nie. Wenn schon, dann werden eher wir bis nach Moskau vorrücken. Aber wir haben das ja nicht nötig. Wir brauchen nur unser Land, unseren Staat und unsere Menschen. Putin und seine Freunde, alle da rein, die ganze Horde. Sein Vertrag als Hirte dauert nur bis Ende August. Die Unsicherheit belastet. Ja, ich mache mir natürlich Sorgen. Wenn ich keine Arbeit finde, dann müssen wir wieder Sozialhilfe beantragen. Da sehe ich aber keinen Sinn. Ich will nicht auf Hilfe warten. Fünf Monate später, Mitte Dezember. Immer noch auf der Bet-Ma'alb. Bei der Gemeinde war man sehr zufrieden mit dem Mann aus der Ukraine und gab ihm einen Vertrag bis Ende 2023. Zudem hat der Bundesrat den Schutzstatus S bis März 2024 verlängert. Das beruhigt. Zeit zur Integration. Wie geht es mit den Kollegen? Alles gut, ich bin zufrieden. Sprachlich geht es auch gut, mit etwas Deutsch und Englisch. Und ich bringe Ihnen ein wenig Ukrainisch bei. Es sind aber verschiedene Welten. Hier Tourismus, daheim Krieg. Ja, daheim ist Krieg. Viele sind ohne Strom und Heizung. Das sagen auch meine Eltern, wenn ich heim anrufe. Bis zu 18 Stunden ohne Elektrizität. Gut können sie daheim wenigstens mit Holz heizen. Solche Probleme. Auch sein Sohn Andrei ist einen Schritt weitergekommen. Thank you.
Ich denke oft an meine Leute daheim in der Ukraine und ich wünsche mir das Beste für sie. Aber jetzt, wo ich hier bin, da möchte ich auch Neues ausprobieren und versuche, mich zu integrieren. Die Guckenmusik ist aber nur ein Zwischenschritt in der musikalischen Karriere. Zurzeit ist Andrei noch in einer ukrainischen Integrationsklasse mit Schwerpunkt Deutsch. Welches Hobby hast du? Musik üben, spielen und Deutsch lernen. Sehr gut. Wir werden zwei Konzerte haben. Aber das erste Konzert ich werde nicht spielen, weil ich werde im Sion erste Probe nicht gehen, im Konservatorium spielen. Super, schön, gut. Sehr gut. Ja, das ist ja toll. Das Konservatorium hier in der Schweiz oder dann zu Hause in seiner ukrainischen Heimatstadt. Andrei hat noch die Wahl. Eine Mitschülerin hat diese Wahl nicht mehr. Sofias Heimatstadt ist inzwischen fest in russischer Hand, die Hafenstadt Mariupol. Es war eine echte Hölle. Ich habe Leichen gesehen, Blut. Kennen Sie Horrorfilme? Genauso war es im realen Leben. Viele lebten in den Kellern, wir in einem Abstellraum für Kinderwagen. Am Anfang hatte ich große Angst. Aber danach habe ich verstanden, dass ich mit meinen Liebsten bin und keine Angst haben darf. Du musst Wasser finden, Essen finden. Dann funktionierst du einfach. Viele haben es nicht mehr ausgehalten. Sie sind trotz Beschuss auf die Straße gerannt. Einfach, damit sie wegkommen. Die Flucht durch das russisch besetzte Territorium war sehr schwer. Die Kontrollen waren sehr streng. Wir wurden auf der ukrainischen Seite sehr gut aufgenommen. Das waren unbeschreibliche Emotionen, als wir da ankamen. Mama weinte. Ich habe versucht, meine Gefühle zu kontrollieren. Ohne Hysterie. Aber ich habe mir gedacht, das ist unser Sieg. Das ist unser kleiner Sieg. Es war wie Heimkommen. In Natas überlegt sich derweil Andrejs Mutter Jewgenia, wie es weitergehen soll. Bis im Frühling müssen sie eine neue Wohnung finden. Ein Jahr lang durften sie hier wohnen. Jetzt brauchen die Besitzer diese Wohnung selber. Wieder eine Ungewissheit. Unten im Tal etwas zu finden ist schwierig. Und sie müssen mit ihrem Schutzstatus S im Wallis bleiben. Ich weiß nicht wo. Wenn wir hier in Natas bleiben, werde ich hier in der Nähe Arbeit suchen. Wenn wir in ein Bergdorf ziehen, dann muss ich dort was finden. Ich möchte nicht wieder umziehen. Also wenn wir in eine andere Wohnung müssen, dann würde ich gerne hier in dieser Stadt bleiben. Und in der gleichen Schule. Schule wechseln mag ich nicht. Du lebst dich ein und findest neue Freunde. Dann musst du weg und verlierst die Freunde wieder. Ich möchte auch in der Nähe bleiben, irgendwo, wo man Deutsch spricht. Familienglück mit ein paar Unsicherheiten. Jewgenia und Vitali sagen, solange ihr Schutzstatus hier gültig sei, möchten sie auch bleiben. Jewgenias Suche nach Arbeit wurde allerdings jäh unterbrochen. Wenige Wochen nach unserem letzten Besuch erlitt sie einen Schlaganfall und musste für 2 Wochen ins Spital. Inzwischen gehe es ihr wieder besser.
Ein Flüchtlingsbus unter vielen. Mit dabei die Bankfachfrau Anna Stebljanko aus der zentralukrainischen Stadt Zhytomyr. Am 10. März 2022 kommen sie und andere Schutzsuchende auf dem Zeughausareal in Uster an. Schweizer, welche früher in der Ukraine gearbeitet hatten, organisierten die Reise. Anna, alleinerziehende Mutter, bringt ihren vierjährigen Sohn Vladik mit. Zum Empfang gibt es Linsensuppe und Rüebli-Torte. Anna hatte sich für die Flucht entschieden nach den ersten Explosionen in ihrer Stadt. Ich habe Angst gehabt um das Leben meines Sohnes. Du weißt nicht, ob du am nächsten Tag noch aufwachen wirst oder in einem zerbombten Haus aufwachst. Daheim blieben ihre Lieben. Mama, Papa, Freunde, die Arbeit. Aber wir hoffen, dass am Schluss das Gute das Böse besiegt. Und wir wieder heimgehen können. In unser Land. In die Ukraine. Dann werden die Geflüchteten auf ihre Gastfamilien verteilt. Es ist der 7. April, ein Monat nach Annas Ankunft. Sohn Vladik fehle es an nichts, ihr auch nicht. Aber an ihren Status als Schutzbedürftige kann sie sich nicht gewöhnen. Es ist nicht angenehm, Flüchtling zu sein. Nun, ich bin daran gewöhnt, selber zu arbeiten. Seit ich 18 bin. Ich habe genügend verdient, um selber für mich zu sorgen. Hier fühle ich mich irgendwie schuldig gegenüber den Leuten, die mir helfen. Ich kann ihnen nichts zurückgeben, weil ich nichts habe. Darum versuche ich, mich gut zu benehmen. Sagen wir es so, um wenigstens auf der menschlichen Seite etwas zurückzugeben. Ich sage immer so, wenn es ruhiger wird, werden meine Türen in der Ukraine für euch immer offen sein. Kommt vorbei und ich werde euch empfangen, so gut ich kann. Wie über 80% aller Schutzsuchenden mit dem Status S hat Anna keine Arbeitsstelle, obwohl sie gesetzlich arbeiten dürfte. 7, 8, 9, 10. Ich kann die deutsche Sprache nicht. Mein Sohn ist immer bei mir. Eine gute Arbeit kann ich hier nicht finden. Viele Schutzbedürftige leiden wegen der Situation in der Heimat. Was ich sehe, ist furchtbar. Der Tod von Kindern und Frauen. Unsere Männer in der Armee. Jeden Tag werden Tote begraben. Schlimm. Alle zeichnen etwas aus der Ukraine. Das ist das Thema, ja. Alle wollen heim. Sie zeichnen alle ihre Häuser. Sie wollen heim. Immerhin, Anna hat Aussicht auf einen freiwilligen Job. Bald sollen hier krebskranke Kinder aus der Ukraine ankommen, die man regelmäßig ins Spital fahren muss. Anna wäre eine der Fahrerinnen. Erster Test mit dem großen Auto. Tempomat, Cruise Control, Drehzahl vom Motor, Geschwindigkeit. Maybe one light is now. Dieser ganze Schnickschnack.
Das ist mein Ende. Cruise Control. Просто чай. Ich stehe mal besser auf die Bremse. Wie lang der Wagen ist. Das hier ist mein Auto. Ich muss mich zuerst, wie sagt man? Daran gewöhnen. Es ist das erste Mal. Cool, so ungewohnt. Mir gefallen die Straßen. Keine Schlaglöcher, die man umfahren muss. Mama mia. What is it? Yes. Left? Yes. Ai, ai, blin. No? Was sagen Sie zu meinen Fahrkünsten? Fürs erste Mal sehr gut. Dann ein Anruf aus der Ukraine. Grüß dich. Hörst du mich? Ich höre und sehe dich. Errate mal, wie ich hier helfen und arbeiten werde. Erzähl schon. Ich werde Kinder ins Spital fahren. Du bist großartig. Ich weiß, dass du gerne heimkommen möchtest. Wir vermissen dich auch. Aber beeil dich nicht. Du weißt gar nicht, wie sehr ich zurück möchte. Ich will wieder heim und arbeiten. Warum willst du wegen dieser Arbeit unbedingt zurück? Wegen den 250 Euro, die du hier verdienst? Bleib dort, um Himmels Willen. Tschüss. Tschüss. Das ist ein Freund. Wir machen zusammen Sport. Drachenboot fahren. Kennen Sie das? Die Russen haben uns das Leben gestohlen. Sie machen unser Schicksal kaputt. In der Ukraine hat ihr Arbeitgeber ein Ultimatum gestellt. Bis im Mai müsse sie ihre Stelle wieder antreten, sonst sei sie weg. Anna entscheidet sich für die Heimreise. Ihre Gastgeberin begleitet sie zum Busbahnhof. Die beste ukrainische Freundin bleibt in der Schweiz. Ich hoffe, du hast eine sichere Fahrt und kommst sicher heim. Dafür beten wir. Wenn es nicht geht, komm wieder zu uns. Wer wie Anna heimfährt und den Schutzstatus S abgibt, bekommt von der Schweiz eine Rückkehrhilfe von 500 Franken pro Erwachsene und 250 pro Kind. Die Ukrainer dürfen aber auch zwischen der Schweiz und ihrer Heimat hin und her reisen. Von dem profitieren viele. Ein klarer Vorteil gegenüber den Asylbewerbern. Jetzt bin ich allein. No, you're not. Nein, bist du nicht. You're not. Wir kümmern uns um dich. Right. Come on, let's see. Maybe we see her on this side. Come on, side. Ein verregneter Januartag 2023 in der ukrainischen Stadt Zhytomyr.
Ein Leben zwischen Normalität und Krieg. Auch für Anna, die seit einem halben Jahr mit Vladik bei ihren Eltern wohnt. Ich grüße Sie. Здравствуйте. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Da. Wie sieht Ihr Leben jetzt aus? In unserer Stadt ist es im Vergleich zu anderen Städten sehr gut. Ab und zu gibt es noch Raketenbeschuss. Aber das ist kein Vergleich mehr. Wir haben fast den ganzen Tag Strom. Insoweit ist es gut. Ich selber fühle mich aber gestresst, weil sehr viele unserer Leute sterben. Wir haben jeden Tag Beerdigungen. Es gibt Momente, wo du lachst, aber die sind selten. Wir sind überzeugt, dass wir gewinnen werden. Aber die menschlichen Ressourcen sind irgendwann mal erschöpft. Schutzsuchende in der Ukraine abholen und in die Ostschweiz bringen. Das war das Ziel des Unternehmers Marco Ecknauer vor einem Jahr. Ich muss können. Die ersten zwei. Meine Marke sowieso. Es hat schon Kinder, die gelacht haben. Das ist schön. Das befriedigt einen. 30 Jahre hatte der St. Galler in der Ukraine gearbeitet und gelebt. Darum wurde er von Schweizer Kirchen gebeten, die Flüchtlingstransporte zu begleiten. Ein knappes Jahr später wollen wir mit dem Ukraine-Kenner auf das Jahr und seinen Einsatz zurückblicken. Dreimal habe ich Leute geholt. Die ersten haben wir im Kanton Appenzell Ausserrhoden können platzieren. Da haben wir mehr Gastfamilien gehabt, wie Flüchtlinge oder Schutzbedürftige. Die sind wir in Lemberg geholt, mit zwei Gären. Wir sind in Appenzell. Ecknauer fährt zur Firma Cook Electronics. Schön. Hier arbeiten derzeit 27 Ukrainerinnen und Ukrainer mit dem Schutzstatus S. Firmengründer Hans-Uli Koster ist sehr zufrieden. Er sagt, ein paar würde er gerne für immer behalten. Zum Beispiel Serhii Bakuta, ein Elektroingenieur aus der Ostukraine. Er hat sich bestens eingelebt. Die ersten zwei Monate habe ich Deutsch gelernt. Aber die Sprache brauche ich vor allem, um mit den Kollegen zu reden und die Aufträge zu verstehen. Die Arbeit an sich kenne ich. Da gibt es keine Fragen. Danke, Sergej. Viel Glück. Alles Gute und einen friedlichen Himmel. Irina Kott lebt auch nach Monaten noch in einer Gemeinschaftsunterkunft, wo sie ein kleines Zimmer teilen muss. Aber ihre Ansprüche sind bescheiden. Sie hat die Hölle von Irpin durchgemacht, Wochen unter russischer Besatzung, bis ein grüner Korridor aufging. An dem Tag haben nicht alle die Flucht geschafft. Wir haben draußen warten müssen, aber wussten nicht, wann der Bus kommt. Es war sehr kalt. Aber ich habe stundenlang gewartet. Ich wollte weder essen noch mich wärmen. Ich wollte einfach weg. Entschuldigen Sie. Ja.
Ich habe erschossene Menschen gesehen, tote Tiere. Wir hatten Angst, dass es auch uns treffen könnte. 3 Wochen versteckten wir uns im Keller. Nein, das waren keine guten Zeiten in meinem Leben. Ich kenne aber viele, denen es noch schlimmer ging. Einige sind tot, andere haben ihre Liebsten verloren. In solchen Momenten ist es dir völlig egal, ob du noch eine Wohnung oder Geld hast. Das ist alles nicht mehr wichtig. Du denkst ganz anders über das Leben. Nicht alle Schutzsuchenden sind so bescheiden wie Irina. Marco Ecknauer nahm manche ziemlich fordernd wahr. Vielleicht hat man fast zu viel gemacht für die ukrainischen Flüchtlinge. Manchmal habe ich das Gefühl, wir haben zu viel gemacht für die. Sie haben das Gefühl, wir müssen noch mehr machen. Und wir, vor allem, wir müssen. Das ist unsere Aufgabe auch am Wochenende. Oder? Also auch solche Fälle zu geben. Aber also ich mache es nochmal, sagen wir es so. Ich würde nochmal anstehen und würde rausgehen, Leute holen. Hier bei der katholischen Kirche in Teufen trifft Ecknauer den ukrainischen Pastor Michail Monachow auf Kurzbesuch in der Schweiz. Der Pastor kümmert sich zu Hause in Kiew um Schutzsuchende, vor allem aus dem Osten des Landes. In der Ukraine selber gibt es über 5 Millionen Vertriebene. Das ist unser Kirchengebäude. Die Schutzsuchenden kommen aus Walnawacha, Bachmut, Cherson, von überall. Im Osten herrscht echter Krieg. Die Menschen, die von dort zu uns kommen, die haben nichts mehr, gar nichts. Früher alles, jetzt nichts mehr. Die sind jetzt bei uns in Kiew. Allein unserer Kirche sind über 1000 Geflüchtete zugeordnet. Wir helfen, so gut es geht, mit Essen, Kleidern und anderer Hilfe. Gerade weil sie helfen, ärgern sie sich beide auch über Missbräuche. Ich kenne eine Frau, die als Schutzsuchende in Deutschland wohnt. Sie bekommt dort alles. Staatliche Unterstützung, hat ein halbes Haus, alles. Alles hat sie. Ihre eigene Wohnung in Lviv vermietet sie gleichzeitig an Geflüchtete aus der Ostukraine. Für teures Geld. Aber ich denke, das gibt es nicht so oft. Ich habe auch gehört von solchen Fällen. Ich hatte einen Fall, wo mir ein Arzt aus der Stadt Wiel angerufen hat. Er meinte, Marco, ich habe hier 4 Ukrainer, von denen keiner ein Wort Russisch oder Ukrainisch spricht. Sie sehen eher aus wie Türken und einer wie ein Pakistaner. Sie hatten kürzlich ukrainische Pässe gekauft. Die Schweiz hat für die Ukraine-Krise im Jahr 2023 rund 2 Milliarden Franken veranschlagt. Auch Ecknauer und Pastor Michael helfen weiter. Die Erinnerungen an die ersten Rettungsaktionen spornen bis heute an. Der Abschied dort war natürlich auch traurig. Da sind Tränen geflossen. Und auch bei denen, die rausgefahren sind, zu helfen, also auch bei mir. Also, das ist, und so Väter, die Frauen in Namen mit dem Kind und man weiß es nicht, sieht man einander wieder oder sieht man einander nicht. Es hat auch solche gegeben, die sind in der Uniform dort gestanden mit dem Gewehr und haben Abschied genommen von den Frauen und von den Kindern. Das ist hart.